Servus. Wie gerade vom Management-Team erwähnt, sind wir 2019 hier ins Icon eingezogen. Es war damals eine bewusste Entscheidung, in ein ökologisch und nachhaltiges Gebäude einzuziehen. Wir haben hier mit dem Icon Vienna eine LEED Platinum Zertifizierung. Das heißt, dass über eine gewisse Scorecard eine Punktezahlanzahl erreicht werden muss, um nachhaltige Kriterien zu erfüllen. Was das alles jetzt bedeutet, schauen wir uns jetzt im Gebäude selbst an und da nehme ich euch jetzt mit in die Kulissen. Als eines der absolut coolsten Key Features im Gebäude finde ich die Sprinkwasserbecken, die unten im fünften Keller sind, und die schauen wir uns jetzt an. Wir befinden uns hier in ca. 20 Meter Tiefe im fünften Untergeschoss des Icon Vienna. Hinter mir sehen Sie unsere beiden Sprinklerbecken mit einem Fassvermögen von je ungefähr 400 Kubikmetern und einer Tiefe von 1,60 Meter. Eines dieser Sprinklerbecken ist also ein wenig größer als ein 25 Meter langes Sportbecken. Die beiden Becken sind miteinander verbunden und werden im Normalfall mit Regenwasser gefüllt. In regenarmen Zeiten wird mit Stadtwasser nachgespeist. Und dieses Wasser wird bis zu zweimal filtriert, bevor es tatsächlich zum Einsatz kommt. Zusätzlich findet einmal jährlich eine Laboruntersuchung statt. Grundsätzlich, um sich diese Lage ein bisschen besser vorstellen zu können, hier ein einfaches Beispiel. Bei einer einfachen Toilettenspülung werden zwischen 3 und 6 Litern Wasser verbraucht. Eines unserer Sprinklerbecken kann also bis zu 180.000 Toilettenspülungen durchführen, bevor es tatsächlich leer ist. Ein weiterer Punkt bei uns im Icon ist die Luftwärmepumpe, die genauso nachhaltig ist wie Sprinklerwasserbecken, nur dass wir in dem Fall nachhaltig kühlen, aber auch heizen im Haus. Wir sind im vierten Untergeschoss. Wir haben hier eine geothermische Wärmepumpe, die ist nicht nur zum Heizen, sondern auch zum Kühlen. Unsere tiefsten Bohrungen sind 30 Meter. Sie ist außen temperaturgesteuert. Somit ist die Deckenkühlung im Sommer und im Winter wird Heizungswasser erwärmt. Dadurch haben wir eine Energieeinsparung von 1/3 zu herkömmlichen Anlagen. Wir befinden uns hier im 24. Stock des Icon Towers, hoch über Wien, mit einer herrlichen Aussicht. Auch hier befinden sich sehr viele technische Anlagen. Eine unter anderem sind die Rückkühler, welche die Büros im Herbst vorwiegend und im Frühjahr bei der Gewinnung von kühler Luft unterstützen. Damit sind Kältemaschinen nicht in Betrieb, was schlussendlich dann zu Energieersparnissen führt. Ja, in Zeiten der Elektromobilität werden
E-Ladestation immer wichtiger, deswegen haben wir im Icon im zweiten Untergeschoss in der Kurzparkzone hier 9 Ladestationen, das ist quasi die Zentrale dazu. Jeder Parkplatz hat seine eigene kleine Zapfsäule und alle Klienten, Besucher, Mitarbeiter aus anderen Standorten, die mit dem Elektroauto zu uns hereinkommen und ihre Meetings haben, können dann jederzeit hier während dem Meeting quasi das Auto laden, tanken und dann wieder fahren. Okay, das ist eindeutig zu viel. Aber warum haben wir eine Waage im Müllraum? Wir sind bemüht, dass wir unseren Müll nicht nur rechnerisch ermitteln, sondern auch abwiegen können. Das heißt, dass wir tatsächlich faktische Zahlen haben, mit denen wir nachweisen können, dass wir als TPA Müll produzieren. Gut, das war jetzt ein kleiner Einblick in das Facility Management hinter einem nachhaltigen und ökologischen Gebäude, wie im Icon als Beispiel. Wir werden auf jeden Fall versuchen, dass wir mit TPA Österreich ein bisschen was davon übernehmen können und dann noch ein bisschen mehr Nachhaltigkeit ins Unternehmen zu bringen. Also dann, bis bald, bis zum nächsten Mal.